Ihr Lieben, heute ist der Sonntag Letare. Er markiert die Mitte der Passionszeit. Er zeigt an, der Frühling ist nicht mehr fern und die Traurigkeit endet. Denn die Freude kehrt zurück. Letare. Zu diesem Sonntag gehört das Bibelwort vom Weizenkorn. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Jesus verwendet dieses Bild, um seine Jüngerinnen und Jünger darauf vorzubereiten, was kommen wird. Ein Bild für seinen einsamen Weg ans Kreuz und in den Tod. Aber sein Ziel ist nicht der Tod und die Leere, sondern das Leben und die Fülle. Das will er auch für mich. Dennoch zögere ich, loslassen, Verzicht, Verlust möchte ich eigentlich vermeiden. Lieber doch wenigstens das festhalten, was ich noch habe. Aber auch das andere ist wahr. Dann bleibe ich bei mir, dann bleibe ich allein. Aber stell dir vor, wir wären als Menschen Gefäße, in denen sich alles sammelt, was uns an Eindrücken dieser Welt begegnet. Alles, was ich sehe, was ich höre, lese, denke, träume, esse, trinke, hoffe, fürchte, rieche, fühle. Alles. Aber ich bin ein Gefäß mit begrenztem Fassungsvermögen. Irgendwann bin ich voll. Es kann sein, dass da so viel in mir drin ist, aber etwas Wichtiges nicht seinen Platz darin gefunden hat. Was wäre, wenn Gott sich in mich als sein Gefäß hineingeben möchte? Was wäre, wenn ich schon voll bin? Gott passte nicht mehr hinein. Wenn ich nun etwas fortlassen würde, das mich angefüllt hat von den Eindrücken dieser Welt, dann wäre doch wieder Platz für Gott, der sich in mich hineinschenken möchte. Was ist eigentlich mein Vollmacher? Das können viele Dinge sein, die mich vollmachen. All die Dinge, mit denen wir unsere Zeit füllen, aber auch, was uns antreibt. Dass alles perfekt sein muss oder schnell gehen muss oder dass ich allem gerecht werden will, dass ich nicht genügen kann. Aber wenn ich da loslasse, verzichten lerne, fortlasse oder zumindest einschränke, was mein Vollmacher ist, dann entsteht etwas Neues. Ein Raum, der neu von Gott gefüllt werden kann. Dann werden Kräfte lebendig. Meine Möglichkeiten sprießen, ich entfalte mich, ich spüre Weite. Aus meiner Hingabe wird eine neue, eine andere Fülle. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, bleibt es allein. Aber wenn es erstirbt, bringt es viel Frucht.